besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Magier! Fokussiert am Herold vorbei! Saulus hat bestätigt, dass der Himmel vernarbt, aber ruhig ist. Die Bresche ist geschlossen. Es gibt Berichte über einige verbliebene Risse und es sind auch noch viele Fragen offen, aber wir haben gesiegt. Euer Heldenmut ist in aller Munde. Wissen Sie nicht, dass ich in die ganze Sache buchstäblich hineingestolpert bin? Vielleicht habt ihr zu wenig Abstand, um das zu erkennen. Wir haben euch gebraucht und tun es noch immer. Wir müssen immer noch herausfinden, wie die Bresche entstand, und das ist nur unsere vordringlichste Sorge. Wir leben eben in seltsamen Zeiten. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Tja, dann muss das Festbankett wohl warten. Ich helfe hier. Geht ihr zu Cullen. Er wird wissen, was wir tun können, so der Erbauer will. Cullen? Melde gehorsamst. Eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem?
nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen, um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Die Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern? Indem er blindlings angreift? Die roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier gedacht. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Kalen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas. Haven ist keine Festung. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Magier! Der Templerorden ist gefallen! Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen! Inquisition! Mit dem Herold! Er wird es uns nicht für euer Leben! Für uns alle! In Gang bringen. Thank you.
das Feuer! Nein, nein, verdammte, verpisste Scheiße! Alle zu den Toren! Bewegung! Bewegung! Wir müssen uns zur Kirche zurückziehen. Sie ist der einzige Ort, der dieser Bestie standhalten könnte. Jetzt gilt es. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Fangen wir die Leute unterwegs ein! Schreit doch wer! Niemand.
Mehr scheinen nicht übrig zu sein, mein Lieber. Sollen wir gehen? In der Kirche findet ihr Schutz. Er hat versucht, einen Templer aufzuhalten. Die Klinge ging tief. Er wird sterben. Was für ein reizender Junge. Herold, unsere Lage sieht nicht gut aus. Jegliche Zeit, die ihr uns womöglich verschafft habt, wurde uns durch diesen Drachen wieder geraubt. Ich habe einen Erzdämon gesehen. Ich war im Nichts, aber er sah genau so aus. Es interessiert mich nicht, wie er aussieht. Er hat dieser Armee einen Weg gebahnt. Sie werden jeden in Haven töten. Der Älteste interessiert sich nicht für das Dorf. Er will nur den Herold. Mich kümmert nicht, was er will. Wie kann ich ihn aufhalten? Es wird nicht leicht sein. Er hat einen Drachen. Wir wissen, dass er einen... Herold, es gibt keine Strategie, wie wir das hier überleben könnten. Die Lawine war das Einzige, was ihren Vormarsch verlangsamt hat. Wir könnten die restlichen Tribox drehen und einen letzten Erdrutsch auslösen. Wir werden überrannt. Um den Feind zu treffen, müssten wir auch Haven begraben. Ja, wir sterben. Aber zumindest können wir entscheiden, wie wir es tun. Nicht viele haben diese Wahl. Nun ja. Kanzler Roderick kann euch helfen. Er will es euch sagen, bevor er stirbt. Es gibt einen Pfad. Man würde ihn niemals finden, wenn man nicht wie ich die Sommerpilgerreise unternommen hat. Diese Leute können entkommen. Sie muss ihn mir gezeigt haben. Andraste muss ihn mir gezeigt haben, damit ich euch davon berichten kann. Was denkt ihr, Cullen? Könnte es funktionieren? Möglich, wenn er uns diesen Pfad zeigt. Aber was wird aus euch? Vielleicht überrascht ihr ihn ja und findet eine Möglichkeit. Inquisition, folgt Kanzler Roderick durch die Kirche. Na los! Herold, wenn dies eure Bestimmung ist... Wenn dies die Bestimmung der Inquisition ist, bete ich für euch. Sie werden die Tribocke laden. Zieht die Aufmerksamkeit des Ältesten so lange auf euch, bis wir oberhalb der Baumgrenze sind. Wenn wir eine Chance haben wollen, solltet ihr ihm einen Schlag versetzen, den er so schnell nicht vergisst. Alles klar. Hauen wir auf den Putz! Auf, 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 auf
steht der Trebok! Werfen wir ein paar Steine! Vorsicht vor denen! Bewegung! Los, jetzt!
vermessen ihr doch seid. Ihr spielt mit Kräften, die euren Horizont übersteigen. Hört auf! Welchem Zweck sollte das dienen? Warum tut ihr das? Weil ihr mein Feind seid. Weil ihr der mir bestimmten Macht im Wege steht. Weil ich dazu fähig bin. Werdet meiner gewahr. Erkennt, was zu sein ihr vorgegeben habt. Huldigt dem Ältesten. Huldigt dem Willen von Korypheus. Ihr werdet vor mir knien. Wenn ihr Antworten habt, dann gebt sie mir. Lasst mich euch verstehen. Euer Verständnis ist nicht vonnöten. Solltet ihr es dennoch erlangen, könnt ihr euch glücklich schätzen. Ich bin wegen des Ankers hier. Und seine Entfernung beginnt jetzt. Es ist eure Schuld, Herold. Ihr habt ein seit Jahren geplantes Ritual gestört. Und statt zu sterben, stahlt ihr, was es bewirken sollte. Ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt. Doch das, was euch als gesegnet kennzeichnet, was ihr gegen die Risse einsetzt, war mein Schlüssel zum Himmel. Und ihr habt den Anker verwendet, um mein Werk zunichte zu machen. Wie könnt ihr es wagen? Es ist ein Geschenk an Drastes. Sie rettete mein Leben. Dann wollte eure Herren, dass ich euch töte. Denn ihr Geschenk ist ein Leuchtfeuer, das ich nicht entkommen lassen kann. Einst bin ich unter dem Namen eines anderen ins Nichts eingedrungen, um den alten Göttern des Reiches höchst selbst zu dienen. Doch ich fand nur Chaos und Verderbtheit vor, Todesflüstern. 1000 Jahre lang war ich richtungslos, doch das hat nun ein Ende. Ich habe den Willen gefunden, unter meinem eigenen Namen zurückzukehren, um Tevinter wieder aufblühen und diese verderbte Welt gesunden zu lassen. Betet, dass ich Erfolg habe, denn ich habe den Thron der Götter gesehen und er war leer. Der Anker lässt sich nicht entfernen. Eure jämmerliche Stümperei hat ihn nutzlos gemacht. Ich werde von Neuem beginnen und einen anderen Weg finden, dieser Welt, die Nation und den Gott zu schenken, die sie benötigt. Und was euch angeht, ich werde keinen Rivalen dulden, so unwissend er auch sein mag. Ihr müsst sterben. Ihr denkt, wir beugen uns euch? Das werden wir nicht. Wir kämpfen, wenn wir es wollen.
da. Er ist da. Das ist er! Dem Erbauer sei Dank! Was soll ich Ihnen denn eurer Meinung nach sagen? Das hier ist nicht das, worum wir Sie gebeten haben. Wir können nicht hatten. Einfach darüber hinweggehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Und wer bitteschön hat euch das Kommando übertragen? Wenn wir keine Einigkeit Bitte, erzielen, lasst haben wir gar nicht. Lasst uns doch vernünftig sein. Ohne die Strukturen der Inquisition sind wir aufgeschmissen. Ja, aber sie entstehen nun mal nicht von allein. Das hat sie auch nicht behauptet. Es reicht. Das alles führt doch zu nichts. Nun, zumindest darin sind wir uns einig. Psst, ihr müsst euch ausruhen. Es geht jetzt schon seit Stunden so. Dank euch können sie sich diesen Luxus leisten. Der Feind konnte uns nicht folgen. Und wenn wir Zeit für Zweifel haben, suchen wir nach Schuldigen.
Solche Streitigkeiten können uns ebenso gefährlich werden wie Korypheus. Wissen wir, wo Korypheus und seine Truppen sind? Wir sind uns nicht einmal sicher, wo wir sind. Vermutlich ist das auch der Grund, warum er uns trotz seiner verbliebenen Truppen noch nicht gefunden hat. Entweder das oder er hält euch für tot. Oder er denkt, ohne Haven wären wir verloren. Oder er rüstet sich für einen weiteren Angriff. Ich weiß nicht, was diese Kreatur denkt. Ich weiß nur, welche Auswirkungen sie auf uns hat. Wenn Sie darüber streiten, was wir als nächstes tun sollen, bin ich dabei. Eine weitere erhobene Stimme wird Ihnen nicht helfen, auch nicht eure. Vielleicht sogar insbesondere nicht eure. Unsere Anführer tun sich schwer mit dem, was wir Überlebenden mit angesehen haben. Wir sahen unseren Beschützer standhalten und fallen. Dann sahen wir, wie er zu uns zurückkehrte. Je mehr uns der Feind überragt, desto wundersamer erscheinen eure Taten. Und desto vorherbestimmter die uns auferlegten Prüfungen. Es ist schwer zu akzeptieren, nicht wahr? Was zu ertragen wir berufen sind. Was wir womöglich glauben müssen. Giselle, ich verstehe nicht, welche Rolle es spielt, was ich glaube. Ob er nun gelogen hat oder nicht, Korypheus ist eine reale Bedrohung. Hoffnung allein wird uns nicht vor ihm retten. Eine Armee braucht mehr als nur einen Feind. Sie braucht ein Ziel. Auf ein Wort. Eine weise Frau, deren Worten man Beachtung schenken sollte. Ihresgleichen weiß um die Momente, die Einigkeit schaffen oder sie zerstören können. Die Kugel, die Korypheus bei sich trug, die Macht, die er gegen euch eingesetzt hat, ist elfisch. Ich weiß nicht, wie er sie erlangte, aber das spielt doch keine Rolle. Sie ist von meinem Volk und im Besitz eures Feindes. Im Moment weiß ich weder, wie Korypheus überlebt hat, noch wie die Leute reagieren, wenn sie herausfinden, woher die Kugel stammt. Na schön. Was ist sie und woher wisst ihr davon? Sie waren Fokusse, die dazu dienten, uralte Magie zu kanalisieren. Ich habe derartige Dinge im Nichts gesehen. Alte Erinnerungen an noch ältere Magie. Korypheus glaubt, sie stamme aus Tevinter, doch die Magie seines Reiches wurde durch mein Volk begründet. Ob wissentlich oder nicht, es stellt eine Gefahr für unser Bündnis dar.
Wenn ihr uns helfen könnt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, den Gläubigen nachzuurteilen, ist dies der richtige Zeitpunkt. Corypheus hat die Inquisition durch seinen Angriff verändert. Er hat euch verändert. Kundschaftet den Norden aus. Führt sie. Es gibt einen Ort, der auf eine Streitmacht wartet. Ein Ort, an dem die Inquisition etwas aufbauen, an dem sie wachsen kann.